Das audiationsbasierte Lernen habe ich ja in Hamburg an der Hochschule kennengelernt. Es hat mir auf jeden Fall in der Arbeit geholfen. Morgen! Wie bringe ich überhaupt ein Musikstück an die Kinder heran? So dieses klassische, wir führen ein neues Lied ein, vielleicht auch mit Bewegung, wir lernen es auswendig. Und dann ist das irgendwann drin und dann singt man das. Aber die Lieder bieten mehr. Guten Morgen, wir Da setzt man eben die Lupe drauf mit diesem audiationsbasierten Lernen. Einmal schaut man sich vielleicht die Rhythmik an, dann schaut man sich das Tonale an. In welcher Struktur ist dieses Lied aufgebaut? Und das kann man dann auseinandernehmen. Und in der einen Woche macht man den rhythmischen Teil und arbeitet sich vielleicht mal nur den Groove heraus oder den Grundschlag, dass man das betont. Und die nächste Woche ist es dasselbe Lied, aber jetzt schauen wir uns eben die Akkorde vielleicht an oder die Basslinie. Musik und Bewegung geht immer Hand in Hand. Das gehört zueinander. Das ist wissenschaftlich schon längst erwiesen, dass da eben so viele Verknüpfungen im Gehirn stattfinden. Und da kommen wir auch nicht mehr drum herum. Ja, also eigentlich ging es darum, den Grundton am Ende zu platzieren. Und die Federn sind eben ein Hilfsmittel dafür. Hilft eben, dass die Kinder dabei bleiben, dass die konzentriert sind. Das war das F, auch schon vorbereitend für das Lied, was wir gesungen haben. Mit dem Grundton zu hantieren, ist ein großer Punkt, der hilft, um eben eine Basis zu legen für das weitere musikalische Verständnis. Oder für die Körperwahrnehmung, als wir die Federn platziert haben, wo können die Vögel überall landen? Und die Kinder lernen eben diese verschiedenen Facetten kennen. Im Grunde wie beim Sprechen, dass wir lernen nicht erst das Alphabet kennen und lernen dann das Sprechen, sondern wir sprechen erst und dann kommt das Schriftliche. Das ist die Viertelnote. Das ist eine ganze Pause. Mit diesen Begriffen arbeiten wir nicht. Es geht erstmal nur um dieses Fühlen, Empfinden und ja, am Anfang auch einfach nur ums Zuhören. Es ist auch kein Zwang dabei. Also niemand muss mitsingen, niemand muss die Trommel mitschlagen. Es wird zugehört und man merkt es dann später. Also wenn die Kinder dann irgendwo am Spielen sind in der Bauecke und auf einmal höre ich dann, dass da eine Phrase aus dem Lied gesungen wird von einem jüngeren Kind, dann ist das für mich die Bestätigung, aha, so, da kommt, er hat es für sich aufgenommen und der Kopf ist am Arbeiten. Musik gehört in den Kita-Alltag. Die Kinder im Grunde, die brauchen den Freiraum,
im Alltag zu explorieren musikalisch. Also das ist auch dieses Freispiel versus gezielte Angebote. Ja, und im Musikraum, da haben sie eben diesen Ort, wo sie Instrumente frei ausprobieren können, singen können, eine Bühnenshow veranstalten können. Und da gibt es eben auch kein richtig und kein falsch. Also diese Explorationsphasen sind, denke ich, sehr wichtig. Als ich hier angefangen habe, und dann wurde ich eben gefragt, was ich so für ein Langzeitziel habe. Und ja, habe dann mich getraut zu sagen, okay, ich hätte gerne einen Musikraum, ich würde gerne einen Musikraum aufbauen. Tja, da habe ich schon nicht schlecht gestaunt. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass mir da so unter die Arme gegriffen wird vom Träger. Wir sind super stolz, macht super Spaß, da zu arbeiten in diesem Raum. Und Thema ist auch noch nicht zu Ende. Also Raumgestaltung ist niemals fertig. Und wir bleiben da also dran.